wollten mal testen, wie lange die Papierboote im Wasser schwimmen können. Und da die Papierboote aus normalem Druckpapier nicht so lange halten, haben wir uns Gedanken gemacht, welches Material wir nehmen könnten. Und da hatten wir die Idee, dass wir Kalenderboote basteln könnten, weil das ein bisschen stabileres Papier ist. Oder aus Tapete. Und Sophie zeigt euch jetzt, wie man die Boote faltet. Und dann lassen wir sie später zum Wasser. Hier habe ich ein Stück vom Kalender und daraus falte ich jetzt das Boot. Zuerst faltet ihr das einmal in der Mitte und schön Kante auf Kante. Festdrücken. So, und dann nochmal in der Mitte. Und dann schaltet ihr das wieder auf. Und jetzt müsst ihr aufpassen, dass das unten offen ist und oben zu. Dann faltet ihr beide Ecken in die Mitte. Und dann das nach oben. Aber nur die eine Seite. Dann dreht ihr das um und faltet die Kanten. Knickt sie noch um. So. Und dann noch die andere Seite. Da müsst ihr auch schon aufpassen, dass das schön gerade ist. Dann dreht ihr das wieder um und faltet auch diese Kanten um. Und dann habt ihr einen schönen Hut. Und entweder benutzt ihr den als Hut oder wie ich es jetzt mache, faltet ihr das zu einem Boot. Dann wird das hier aufeinander gefalten. So, und dann beide werden nach oben gefaltet, aber erstmal nur eins. So, und dann die andere Seite. So, nun ist das ein kleinerer Hut geworden, aber wir wollen jetzt keinen Hut haben, sondern ein Boot, deswegen falten wir das. Nochmal und dann wird das aufgefalten. Und damit das dann nicht so, also damit das dann hier auch schön wie ein Boot wird, muss man hier aufpassen, dass man das dann schön hier reindrückt. Hält. Und dann noch schön das hier unten wieder auf. Bessern, damit das dann auch steht. Und fertig ist euer Boot.